Hallo! Willkommen zu einem ganz, ganz spontanen Video. Und zwar habe ich mir überlegt, mein letztes Lieferdienstvideo ist so gut bei euch angekommen. Und ich glaube, dass Lieferdienste gerade eine sehr gute Quote haben. Denn viele sind ja gerade zu Hause. Wir wissen ja von der aktuellen Lage. Und verbringen sehr viel Zeit zu Hause und bestellen deswegen sicherlich auch viel Essen. Super ist ja, dass es auch diese kontaktlose Möglichkeit gibt, dass die einfach vor der Tür halt das abstellen und man per PayPal bezahlt. Und deswegen wollte ich meinen Freund überraschen. Also, was ist überraschend, aber ich habe mir so eine kleine Challenge überlegt oder so ein kleines Spiel, was wir gleich machen werden. Ihr seht, es ist draußen schon dunkel. Ich habe jetzt hier ein bisschen Licht angemacht. Ich hoffe, ich bin nicht so überbelichtet, wie es in der Kamera aussieht. Ich habe mir überlegt, dass ich ihm gleich so ein bisschen wie Stadt, Land, Fluss sagen werde, dass er das Alphabet in seinem Kopf sozusagen durchgehen muss. Und immer, wenn ich Stopp sage, muss er mir den Buchstaben sagen. Und wir suchen uns einmal vorher, ich weiß noch gar nicht, was wir nehmen, ein Restaurant aus, was halt über Lieferando oder halt über Lieferheld oder was auch immer, Lieferando ist bei uns, glaube ich, nur, liefert. So, wir suchen uns einfach vorher ein Restaurant aus, am besten eins, wo es viele Gerichte gibt. Und dann muss ich innerhalb von 30 Sekunden, ist das zu viel? Oder innerhalb von 15 Sekunden ein Teil bestellen mit dem Anfangsbuchstaben, den er mir sozusagen genannt hat, den wir sozusagen bestimmt haben. Ich hoffe, man versteht das jetzt. Aber ich glaube, das ist eine ganz lustige Idee und dann bin ich mal gespannt, was da am Ende zusammenkommt, ne? So, wir starten jetzt mit unserem Experiment. Wir haben uns jetzt für ein Restaurant entschieden, die Burger haben, Salate, Pizza, Aufläufe, Fleischgerichte, Fischgerichte, indische Spezialitäten, tatsächlich, das ist jetzt mit dabei. Oh, mich hast du ausgelacht. Ja, es ist ganz neu. Agrarspezialitäten, vegetarische Gerichte, Snacks, Dessert, Milchshakes und Getränke. Ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall eine gute Auswahl. Du musst immer einen Timer stellen. Wie lange wollen wir machen? Wie lange habe ich pro Buchstabe Zeit, was zu finden, was gut ist? Dass wir am Ende nicht so eine ganz weirde Kombination haben. Ey, sollst du nicht noch lange suchen können. Also vielleicht 15 Sekunden? Das ist schon zu viel. Aber ich muss noch ein bisschen scrollen. Ich finde 8. 8 Sekunden? 8 Sekunden. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Mal sehen, was sagst du dazu? Okay, wir fangen einfach mal an. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Also, let's go. Okay. Du denkst und los. A. Das ist immer ein Struggle. Man weiß ja nicht, ob derjenige schnell denkt oder langsam denkt. Stopp. Q. Wow, das ist schwer. Cool. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boah. Nee, ich glaube, mit Q gibt's nix. Das ist schwer. Direkt erster Buchstabe gescheitert. Ja, was musst du machen? Du musst zwei Liegestütze machen. Kann ich nicht. Ich weiß, du schaffst nicht mal eine, aber jetzt musst du ja irgendeine Strafe haben. Also zwei Liegestütze. Weil wenn ich Liegestütze mache, so eine richtige, ne? Ja, eine richtige. Nicht hier so ein Mädchen-Ding mit Knien und so. Und, naja, so ein halber, ne? Noch ein halber, macht ein. Eineinhalb, noch eineinhalb. Yay! Okay, waren die unten dabei. Ja, die Stütze erstmal so ohne Sportschuhe auf Rutschisocken mit Hund daneben. Hund daneben, Hund. Aber 8 Sekunden ist schon sehr kurz. Wollen wir das ein bisschen länger machen? Ja, 15 Sekunden. Das ist schon sehr hart, ja. Okay. Let's go. Los. Go. Stopp. Yay. Yeah. Geh, 15 Sekunden. Golfburger. Okay, habe ich. Hast du? Ja, ich habe was. Ich sag aber nicht was, ne? Oha. Das ist alles weiter. Okay, und los. A. Stopp. C. C, okay, gut. Das ist gut. Ich muss weiter runter. Zeit läuft. Okay, ich hab's. Ja, nicht schlecht. Oh Mann, aber ich will noch weiter, eigentlich komme ich nicht so weit runter. Ich scroll schon mal ein bisschen weiter runter und fang von unten mal an, damit ich auch mal unten die Sachen sehe. Weil die ganzen indischen, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Okay, und los. A. Stopp. I. I. Ich glaube, ich will irgendwas mit. Indisch, alles. 5. Ich glaube, es gibt mit I nichts. 3, 2, 1. Es gibt mit I nichts. 5 Burpees. Boah, ne, ich kann nicht in so jetzt Sport machen. Tja. Hättest du was finden müssen? Ja, es gibt nichts mit I. Das ist halt mies. Machen wir doch Rutschesocken. 5 Stück. 1. Mit Hund hier. 2. Da ist ja gar keine Liegestütze mit drin. Ja, nee, das ist ein Mädchen. Das ist auch Rutschesocken. Ja. Okay, ich hab mich hingeguckt. Waren schon 5?
Ja, jetzt. Okay, mach. A. Ja, mal, ich sag mal was. Stopp. M. Okay, ich hab. Jetzt hast du 12 Sekunden, beschwert dich, dass ja, nee, du aber das heißt, ich weiß mal woanders. Das ist gut, ich habe woanders gestartet. Ich starte jetzt auch mal wieder woanders. Und los. A. Stopp. G, das hatten wir schon. Hatten wir schon, das ist doof dann. Oh, wie doof. Wollen wir nochmal machen? Ja, nochmal. Okay. Bereit? Nee, G nehmen wir jetzt nochmal. Nein. Doch. Was? Zu spät, hab schon. Ich bin so gut, ne? Leute, ich habe nämlich unten gesehen, es geht auch mehr mit G. Deswegen los. Dann gibt es noch eine extra Sache. Machen wir jetzt noch zwei. Okay, und los. Okay. A. Stopp. P. 15 Sekunden laufen. P. Wir gucken auf die Uhr. Ja, okay, hab. Okay, mach mal. Wir gucken gleich mal, was wir, was ich, wie viel so haben. Und los. Und A. Stopp. N. Wie Norbert. Okay, ich hab. Alter, du hast noch 9 Sekunden, du brauchst doch Zeit, jetzt kriegst du Zeit. Ihr wisst es ja fast schon. Ich bin gespannt, wir haben vorhin fast noch nie was gegessen. Ich bin gespannt, was du sagst. Jetzt ist gleich. Das Essen ist da. Das hat einfach mal 2 Stunden gedauert, Leute. Es ist bei Lieferando ist anscheinend so überfordert, weil so viele Leute bestellen, dass die App down ist und natürlich das Essen gar nicht angekommen ist und jetzt mussten wir es nochmal bestellen. Auf jeden Fall haben wir hier das erste Gericht. Und zwar der erste Buchstabe oder einer der ersten, oder ein Buchstabe war ja N. Hier haben wir. Wow. Naanbrot. Mit. Vielleicht kann man es riechen und schmecken gleich. Knoblauch. Wow. Sehr lecker. Typisch indisch. Ja, gab es so und auch normal, aber ich dachte, das ist ganz cool. Ich würde sagen, den Buchstaben N habe ich gut erfüllt, oder? Okay. Wow. Richtig lecker. Dann hatten wir einmal P. Mhm. Ganz klassisch, Pommes gehen immer. Brauchen wir da noch Ketchup für, ne? Ja. Mhm. Haben wir noch. Ihr könnt mir mal schreiben, esst ihr eure Pommes lieber mit Ketchup oder mit Mayo? Würde mich mal interessieren. Ich esse meine Pommes auch voll gerne mit American Dressing. Macht das noch jemand? Wenn nicht, probiert's mal. Dann hatten wir ja C, habe ich ganz klassisch. Ach, nochmal Pommes. Dann ist das hier. Ein. Lecker sieht er aus. Okay, haben wir ja schon oft probiert. Dann hatten wir ja G. Darfst gerne beim Pommes essen. Yay! Bei G habe ich direkt etwas mal halbwegs Gesundes genommen. Einen Gartensalat. Garnelensalat. Mm. Noch richtig viele Garnelen tatsächlich drauf. Und dazu gab es American Dressing. Da hatte ich nicht mehr genügend Zeit, um noch Dressing auszusuchen. Und dann hatten wir den Buchstaben M. Und da habe ich Malai Kofta. Das ist ein indisches Gericht. Das ist das hier, was wir hier in der dieser Silbertür haben. So sieht es aus. Pass auf. Es war so klar, was passiert. Es war so klar, was passiert. Ja. Mein Freund bringt mich um. Ich bin so ein Kamera aus, ist Schatz. Ich bin so ein Opfer. Ich probiere jetzt mal. Ich habe gelesen, dass es irgendwas mit Süßkartoffel ist. Ich weiß nicht, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Ich glaube nicht. Bällchen aus Süßkartoffeln, Frischkäse und Gemüse mit einer Safran-Mandel-Sahnesoße. Das schmeckt Bombe. Und ich freue mich darüber, dass es ein vegetarisches Gericht ist. Mega. Und dann kommen wir zum letzten. Und zwar zu diesem hier. Das ist mit dem Buchstaben G, Gulab Jamun. Bällchen aus Milch, Quark und einer eingelegten. Also Bällchen aus Milch, Quark und eingelegten Honigzuckerrübensirup. Wenn das nicht geil klingt. Ach süß, da steht eigentlich, das sind 3 Stück. Die haben uns, glaube ich, 4 Stück reingetan, vielleicht weil wir so lange warten mussten. Ach süß. Lecker. Sehr lecker. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine mega Auswahl.
Das hat voll Spaß gemacht. Vor allem haben wir jetzt mal Gerichte bestellt, wie zum Beispiel das Indische, was mich gerade so umhaut. Das ist echt richtig lecker. Richtig nice, Leute. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ja. Macht das mal. Die Idee ist cool. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, so eine Art bei irgendwas anderem oder ob ihr noch eine andere Idee habt, wie wir irgendwas spielen können, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bin gerade richtig begeistert. Und ich muss auch sagen, wir haben jetzt 40,60 Euro bezahlt. Ich finde, das ist in Ordnung. Wenn man jetzt mal so vergleicht, was man bekommen hat. Und die Qualität ist immer wirklich super da. Das kann ich nur sagen. Genau. Deswegen hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Uns hat es Spaß gemacht, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich komme heute nicht an.